Die Romanreihe 50 Shades of Grey ist auf den Bestsellerlisten eigentlich überall in den Top 5 aller Zeiten, meist gleich hinter dem Da Vinci Code und Harry Potter. Circa 75% der Leser sind weiblich, die Autorin ist selbst eine Frau und Frauen, die das lesen, sind absolut süchtig danach, sich von den fiktiven Inhalten ihre schmutzige Fantasie entfachen zu lassen. Was machen wir jetzt aber mit diesen Eckdaten und warum ist das so erfolgreich? Ganz abgesehen davon, dass der Erfolg den feministischen Thesen sowas von komplett zuwiderläuft. Also jenen Thesen, dass Frauen befreit werden wollen, dass sich Frauen nicht gerne unterwerfen und von Männern auch nicht besessen und genommen werden wollen. Ist ja nur ein Buch und in Realität sind Frauen ganz anders, oder? Ja, ist klar. Naja, die Wahrheit ist eher, dass jeder Mann, der schon mal eine Frau aus Fleisch und Blut vor sich hatte, weiß, wie sehr sich Frauen einen Mann wünschen, der mit ihren Fantasien spielt. Der sozusagen das Wesen der Frau erkennt und eben nicht den langweiligen, netten Kerl mimt, der die Frau auf Händen trägt und alles tut, nur um nicht zudringlich zu wirken. Viel zu viele Männer sind einfach mal viel zu langweilig für Frauen. Frauen sind emotional stets auf einer Achterbahn unterwegs und sie tendieren dazu, von den Extremen angezogen zu werden. Zwischen diesen Extremen halten sie sich ungern auf. Das ist auch nicht so schwer zu erkennen. Stell also sicher, dass du hier die Ladies nicht hängen lässt und ihnen besser das gibst, was sie sich wünschen. Es wird sich für beide besser anfühlen.